Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles Russia. Es geht weiter, wenn ihr das Part, beziehungsweise damit auch den ersten Part nicht gesehen habt, solltet ihr das natürlich nachholen. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Erinnerung und ja, mal schauen, was wir erleben werden. Torture them. Find out what they know, then kill them. Why would the Templars want to kill the Romanovs? Surely they would murder the children. I can't concern myself with this. I have my own family to protect. I need to find that box and then get Anna and Nadia far away from this madness. Okay, gut. Rote Raserei, Juli 1918, Jekaterinburg. Orlov hat das Ipadju-Haus erreicht, in dem die Zarenfamilie von der Miliz gefangen gehalten wird. Er fand heraus, dass einige der Offiziere nach demselben Kästen suchen, das auch er beschaffen soll. Offenbar haben die Templer die Bolschewiki unterwandert und nutzen die Revolution für ihre eigenen Zwecke. Okay, versteckte Seilwinde, mehr Rauchgranaten, erhöhte Gesundheit. Das wäre Upgrade Spiel Plus. Okay, stiehl Juwelen aus den Safes des Zaren, um deine Flucht nach Amerika zu finanzieren. Ja, gut. Das ist ein Nebenziel. I should tread carefully. Templars are all over this place. Genau, okay, das mit dem Busch kennen wir ja. Es ist böses im Busch. Gut, da unten finden wir anscheinend direkt etwas. Ah ja, und hier müssen wir, das kennen wir noch. Das sind diese Bösen, die so... die ziemlich viel Krach machen. Nee, ich will eigentlich den jetzt nicht ausschalten, weil ich habe die Sorge, dass, Somebody there? Das war klar. Stay where you are! Ach, fuck. Ja, das war logisch. Ah, ich wollte es echt testen, weil es war mir schon bewusst eigentlich, dass wenn wir da runter gehen, dass natürlich das ziemlich großes Geräusch verursachen wird. Okay. Das Licht ausschalten, das wäre doch schon mal ganz praktisch. Okay, das ist doch schon mal nicht schlecht. Natürlich sind sie auch auf mich aufmerksam geworden. Frage ist jetzt nur, ob die ganze Zeit da bleiben oder ob die auch mal weggehen. Bleiben die jetzt echt die ganze Zeit da? Weil wenn ich jetzt runterspringe auf den, dann wecke ich den anderen auf, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil... Oder wir landen weich auf dem. Ich kann es nur austesten. Werde ich jetzt auch mal machen. Ich würde sagen, jetzt. Ah, es hat funktioniert. So, okay, das hat wirklich funktioniert. Okay. Okay, alles klar. Weiter gucken die nicht. So. Da ist ein Fenster, wo wir raus könnten. Aber da komme ich gerade nicht hin. Nee, da hat er ja direkt den Blickwinkel drauf. Ah, okay. Super. Okay, der hat wirklich den Blickwinkel nach draußen, soweit ich weiß. Nicht nach drinnen. Okay.
War das jetzt richtig, rauszulaufen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen wieder rein. Ha, genau. Ah, nee, hier können wir raus, genau. Oh la la. Können wir mit dem Generator noch irgendwas machen? Okay. Mit dem müssen wir, glaube ich, sogar was machen. Identify yourself. Halt bloß die Klappe. So, nee, wie gesagt, ich glaube, hier müssen wir nichts mehr machen. Ich glaube, wenn schon, kriegen wir hier auch leider jetzt nur Silber für. Okay, er bleibt da stehen. Okay. Ja, Silber leider. Schade. Ja, wären wir da nicht zurückgegangen, wenn wir Gold bekommen. Aber okay, besser als gar nichts. Okay, der Typ guckt also auch bis ganz nach da oben. Ich weiß aber nicht, ob er mich hier noch sieht. Wahrscheinlich schon, aber ich gehe das Risiko ein. Boah, nee. Okay, zum Glück nicht. Frage ich mich nur, wie wir jetzt hier rüberkommen. Also, man kann jetzt über diesen Kegel springen, aber das weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Aber wäre ein Versuch wert, auf jeden Fall. Also, wenn er jetzt nochmal zurückkommt, versuche ich da drüber zu springen. Komm schon. Oh, scheiße. Fuck. Ach, scheiße, Mann. Da war ich zu langsam. Ah, Mann. Na gut, unser Ansatz war gut. So viel zum Thema, auch wenn ich Stealth nicht schaffe, dann starte ich nicht neu. Ja, ich halte meine Prinzipien sehr gut ein. Ah, so, genau. Ich dachte, ich könnte da an der Seite in Deckung gehen und nicht dahinter. Das war mein Fehler. So. Okay. So, wenn er gleich wieder wegguckt, dann gehen wir da entlang. So, schnell weiter. Nur den Generator müssen wir zerstören. Oh nein, schnell. Ukraine has declared independence and Estonia plans to do the same. So they want to remain. Okay, gut. So they don't want Bolshevik rule. So. Klasse. Those winds could provide me a way to move around these enemies unseen. Isn't that where the anti-Bolsheviks have set up power? Yeah, I had heard that. But I don't really listen out for any news of it. Wouldn't you ever go back? Ah, okay, ich habe eine Idee. Die sollen beide mal zu mir kommen. Somebody there? So. Sonst komme ich nie an denen vorbei. Und schnell hier rein. Huh. Ah. Ich glaube, den Typ muss ich da auch aber erstmal. Ne, fuck. Wartet, vielleicht. Coping.
Also ich kann beide anlocken, aber erst wenn der eine weggeht. So. Haha, klasse. Okay. Oh, verdammt. Wie hat man denn eigentlich nochmal die, Ha, genau. Ich vergesse das immer, dass wir ja eigentlich auch diese Adlersicht haben. Also das Adlerauge. Ich vercheck das nur echt immer. So, ich schalte ihn lieber aus, bevor er mich entdeckt. Also da ist mir das Risiko. Ah, ne, wir mussten ihn, glaube ich, sogar ausschalten. So, und ich achte irgendwie die ganze Zeit nie auf das optionale Ziel. Aber ich glaube, wir hatten hier noch gar keins. I can't let the Templars put their hands on it. Hopefully, it will become easier soon. How about yours? Okay. Better now, it is summer. Nobody minds when sunshine. Ich finde diesen Akzent so cool. Am besten fände ich es auch, wenn die wirklich Deutsch sprechen würden, dann mit einem russischen Akzent. Das finde ich, hört sich einfach so am coolsten an. Aber Englisch mit russischem Akzent ist auch cool. Okay, die Wache hat den Schlüssel. Das heißt, von dem brauchen wir den erstmal. Wow, scheiße. Okay, der guckt natürlich drinnen. Okay, wo guckt er hin? Er geht da wieder rein. Von ihm gefolgt. Jetzt ist die Frage, ob wir irgendwas mit dem Telefon machen können. Ach, die gehen da unten entlang. Ah, okay, die kommen. Ah, so. Die gehen da oben rein. Oben links gehen die rein. Dann kommen die unten links raus. Gehen unten rechts rein und kommen oben rechts raus. Okay, alles klar. Vielleicht kann ich aber den hinteren ja erstmal ausschalten. What was that? Over there! Over there! Here! He's here! Oh, verdammt. Das war nicht so die beste Idee, glaube ich. Ist ziemlich in Panik. We are watching for you. So, vielleicht kann ich ihn ausschalten, wenn er hier hinkommt. What do we do if he comes back? Okay, jetzt kommt der erstmal nach da unten raus. So. Den verfrachten wir erstmal da drin. Und wenn er jetzt gleich nochmal rauskommt, schnappe ich mir ihn einfach. Ich meine, ich wurde ja nicht entdeckt. Sie haben eine Leiche entdeckt. Okay. Aber ich selber wurde nicht entdeckt. Aber ich glaube, man kriegt dann trotzdem Silber, wenn man eine Leiche, wenn eine Leiche entdeckt wird. Aber der wundert sich natürlich auch gar nicht wahrscheinlich jetzt, dass da keine Leiche mehr liegt. Obwohl doch. So, habe ich dich. Du kannst deinem Partner hier Gesellschaft leisten. Klasse. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch da unten durchkommen. Aber jetzt können wir doch am Telefon hier auch mal klingeln. Ah, geht ja auch mal. Wow. Rats are easily exterminated, my friend. In time we shall read our... Okay, die gucken da nur so hin. Ich habe mich echt erschrocken gerade. Ja, toll. Wie komme ich denn jetzt an Dick und Doof hier vorbei? Ja, haha. Das wird witzig. Okay, dann hätte ich ein ganz kurzes Zeitfenster, um da durchzukommen. Aber ein ganz kurzes nur. Okay, ich muss aber... Okay, das Zeitfenster wäre größer. Das würde ich schaffen. Komm schnell. Huh! Okay. So, Bronze nur, was? Hey, ich wurde kein einziges Mal entdeckt eigentlich, bis auf das eine Leiche gefunden wurde. Man kriegt dann direkt Bronze. Okay, das finde ich jetzt echt fies. Das finde ich echt gemein, muss ich sagen. How about yours? Better now in the summer. Nobody minds when sunshine comes through the holes in the roof.
But still, Rasputin, sir, will be here all too soon. Das fand ich jetzt gemein. Wie komme ich jetzt auf die Seite? Stellt sich mir jetzt so gerade die Frage. Mit dem Schlüssel bin ich durchgekommen, aber... Ach, da muss ich... Ach so, hier. Okay, ja, jetzt ist guter Rat teuer. Den kann ich auch nicht so einfach ausschalten. Jo, wie komme ich da jetzt durch? Jo, das ist gerade echt tricky. Weil der eine guckt da ja permanent hin, den kann man ja... Ich kann höchstens eine Rauchbombe da reinwerfen. Dann könnte ich da durchkommen. Eigentlich. Aber dann muss ich warten, bis der nach... Genau, dann warte ich jetzt, bis sie wieder nach hinten gehen, dann werfe ich eine Rauchbombe und dann gehe ich einfach da durch. Das müsste funktionieren. So. Okay. So. Cool. Das habe ich doch mal ganz schlau gelöst. Jetzt geht er nach da. Ich glaube es ja nicht. Kann er sich mal entscheiden? So, okay. Schnell, 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 schnell. Jetzt ernsthaft? Ernsthaft, Kollege? Du drehst dich dann und wenn ich dann die Türe aufmache? Das ist echt assi. Oh fuck. Scheiße. Ja gut, hier kriege ich auf jeden Fall Bronze für. Warte, da mache ich nochmal kurz Checkpoint Neustart. Ich weiß, ihr hasst das zum Teil, aber da geht es bei mir echt ums Prinzip. Also bei so einer kleinen Stelle geht das ja noch. Vielleicht muss ich ihn ja hier erledigen erstmal. Geht das denn überhaupt noch? Bevor der da reingeht? Ne, weil der hat dann diese Animation in dem Sinne schon. Oh fuck, ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Dafür gibt es wahrscheinlich eh wieder nur Bronze. Hey, der Sack, ne? Kann ich davon umzudrehen? Somebody there? Komm her, nix da. Diesmal drehst du dich nicht um, mein Freund. So, alle guten Dinge sind drei. So, mal schauen. Vielleicht klappt das ja noch. Ja, aber jetzt hören die das nur da vorne. Ah nein, ich habe eine Idee. Ja, okay. So. Ich sehe da gerade hinten was. Oh, kein Gewehr. Nee, bitte nicht. Niemand. Nee, dreh dich um. Yo, alles klar. Ja. Ach, scheiße, nee. Nee, nee, aus Prinzip, Leute. Ist mir egal. So, ich mach das vernünftig oder gar nicht. Wenn ich den ausschalte, dann wacht der andere. Ja gut, dann machen wir das jetzt ganz langsam, Stück für Stück. Habe ich eine Idee, so. Also, als allererstes den ausschalten.
So. Jetzt warten wir einfach, bis der andere wiederkommt. Schalten den auch noch aus. Tun den da rein, dann machen wir den an der Türe. Und dann kommen wir da auch irgendwie durch. So, den haben wir auch. Auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig ist, trotzdem hier rein. Den muss man echt ausschalten, bevor der überhaupt noch eine Bewegung machen kann. So. Den haben wir auch. Okay. Ah, dafür ist das Telefon gedacht. So. Ey, könnt ihr mal zum Telefon gehen? Ich glaube, ich spinne. Die ignorieren's. Okay, alles klar. Dann ignoriert das halt einfach. Bitteschön. Ich kann die Jungs mit einer Rauchbombe verwirren. Aber wie, bis wo müssen wir? Da unten sehe ich übrigens noch was. Eine Truhe. I heard that some of the smaller countries are trying to break away now that there is confusion. Which ones? Ah nee, wir können ja bis nach da hinten. Independence and Estonia plans to do the same, though they want to remain closer. So they don't want Bolshevik rule. So, jetzt bin ich hier. Bringt mir leider nicht viel. I wouldn't be so sure about that. What do you mean? What do you mean? Dum, 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 dum. Oh Mann. So. Nee, wir können ja aber hier. Das funktioniert doch. Gehst du wohl bitte mit? So. Au revoir. So. So wünsche ich mir das doch. Okay. Okay. Ich kann nicht weiter. So. How's the interrogation going? Not well. Sverdlov already had the Tsar and his wife killed. Was? The kids are next if they don't talk. Ja, super. The Tsar is dead? I need to see that. Na, scheiße. They did it. Killed the Tsar? At least they don't have the box. Let's check this basement. Okay. Alles klar. So, der soll dann oben ans Telefon gehen. Keinen Bock, dass du mich entdeckst. Where is that box? Okay. Obwohl wir jetzt da... Da oben ist noch... Nee, wartet mal, Leute. Ich werde den Part hier beenden, aber vorher möchte ich mir noch kurz... Okay, ich möchte da noch mal... Der muss sich auch verarscht fühlen. Da. Hello? Hello? No one there. So, halt den Mund. Ja, ablegen wollte ich dich eigentlich nicht. So. Muss hier nicht irgendwo das sein, wonach ich suche? Yeah, I had you. Nee, da waren wir doch eben. Aber wo ist das, Oder können wir da rein, oder? Das bringt mir nicht viel. Nee, verdammt, ich dachte... Nebenziel. Ja, ich bin doch hier. Oder bin ich jetzt gerade so doof? Nee, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, sorry. Nee, ich bin doch hier richtig. Ins Telefon gehen brauche ich auch nicht. Unten ist auch nichts. Hä? Was habe ich denn übersehen?
Irgendwas habe ich doch... Ich meine, da ist eine Truhe, okay, aber hier ist ein... Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Kann ich irgendwas kaputt machen oder so? Gut, ich kann das Telefon rösten. Nö, gut, ansonsten verstehe ich es nicht. Ja gut, schade. Naja, egal. Wie gesagt, da habe ich jetzt gerade was vermutet, aber... Oder ich habe es jetzt übersehen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Na gut, meine lieben Freunde, dann würde ich einfach sagen, ich bin in dem Bad. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und dann sehen wir auch schon im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.